Kollege Thomas Jatzombek. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Stuttgart erfindet sich neu. Wir erleben eine neue Gründerzeit in dieser Stadt. Stuttgart 21 ist ein großartiges Beispiel für eine nachhaltige Perspektive mitten in der Wirtschaftskrise. Die baden-württembergische Landeshauptstadt bekommt dadurch historische Impulse für ihre wirtschaftliche Entwicklung, für die Mobilität und die Stadtentwicklung. Das Projekt sucht in der Bundesrepublik seinesgleichen. Meine Damen und Herren, diese Aussage ist nicht nur richtig, aber sie kommt gar nicht von mir, sondern sie ist von Bundesverkehrsminister Tiefensee. Stuttgarter Zeitung vom April 2009. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, man darf nicht auch immer nur das Haar in der Suppe an allem suchen. Denn Stuttgart bekommt eine tolle Chance, seine Stadt zu verschönern. Ich komme aus Düsseldorf. Wir haben in Düsseldorf eine Straße gehabt am Rhein. Sie wurde tiefer gelegt. Es wurde sehr viel teurer als veranschlagt. Aber heute glauben alle, dass der Wert viel größer ist als alles, was da diskutiert wurde. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Das Umland wird viel besser angebunden, Flughafen und Messe in einem Drittel der Zeit und auch die transeuropäischen Netze. Aber kommen wir zu den Kosten. Kommen wir zu den Kosten. Und der Kollege Bartol hat gesagt, der Bundesverkehrsminister ist schuld. Haben Sie recht. Haben Sie 100% recht, er ist nicht da und er ist schuld. Und deshalb kann ich dazu das nächste Zitat liefern. Warten Sie mal ab, bevor Sie applaudieren. Das Gesamtprojekt sei vom Bund akribisch durchgerechnet worden, betonte der Bundesminister. Er habe keinen Zweifel daran, dass das Geld gut eingesetzt sei. Stuttgart 21 soll nach aktuellen Berechnungen der Bahn 3,1 Milliarden Euro und die ICE-Trasse Wendlingen-Ulm 2 Milliarden Euro kosten. Bundesverkehrsminister Tiefensee, Stuttgarter Nachrichten vom 29.10.2008. Wo ist Herr Tiefensee? Richtige Frage. Fragen Sie doch mal, wo er hier eigentlich sitzt. Und insofern muss man diese Diskussion ein bisschen mal mit Ehrlichkeit unterfüttern. Ich hätte mir das gewünscht, dass wir heute mal über die Frage reden, warum eigentlich sämtliche Projekte kostenmäßig immer teurer werden und was wir daran machen. Sie machen hier reines Fingerpointing. Und das reine Fingerpointing wäre sehr viel ehrlicher gewesen, wenn nicht Ihre eigene Bundesregierung ehemals das Projekt durchgepresst hätte und wenn Ihre eigene Bundesregierung nicht an allen Stellen immer erklärt habe, dass diese Zahlen so 100% korrekt sind. Jetzt haben Sie von den Grünen vorhin gefordert, es müsse eine unabhängige Prüfung geben. Ich glaube, da haben wir doch heute Morgen gehört, dass es McKinsey gewesen ist. Sie haben sogar diesen Volksentscheid gehabt. Das Ergebnis ist an dieser Stelle bekannt. Und jetzt sind die Kosten fix für den Bund, für das Land, weiß ich nicht. Es gibt auch Abgeordnete, die der Meinung sind, jetzt müsste eigentlich das Land Baden-Württemberg auch noch mal in die Tasche greifen. Ich zitiere auch hier aus einer Plenarrede im Deutschen Bundestag. Da hat der Kollege Beckmeier gesagt, Herr Fricke, Sie sind einer, der bei Ausgaben immer auf die Bremse drückt. Vielleicht erinnern Sie Ihre Kollegen im Landtag einmal daran. Schließlich beteiligen Sie sich an Stuttgart 21, bei dieser Angelegenheit ein wenig mehr Bereitschaft zu zeigen, um so auch das Landesinteresse zum Ausdruck zu bringen. Das sagt der Kollege Beckmeier. Insofern können Sie ja gleich mal erklären, wie eigentlich der Anteil des Landes an dieser Sache ist. Und zum Thema des Flughafens, glaube ich, gibt es nicht viel mehr, was man da eigentlich noch sagen kann. Ich finde, es ist wirklich traurig, wenn wir mit einer Delegation, Kollege Hofreiter war dabei, in Malaysia und Singapur sind und für deutsche Infrastrukturprojekte werben und für deutsche Industriepartner und uns vorgehalten wird, ihr könnt doch noch nicht mal einen Flughafen richtig bauen. Und der Schaden ist sehr viel größer noch als die Kosten, die im Märkischen Land versickert sind. Von 1,7 Milliarden Euro, das hat Klaus Wowereit 2004 erklärt, über 2,8 Milliarden, 4,5. Wir sind noch immer nicht am Ende dieser Kostenentwicklung. Und was die Leute wirklich fuchst, ist, dass es niemanden gibt, der dafür verantwortlich ist, dass der Flughafen nicht nur teuer, sondern auch schlecht ist. Und Sie erinnern sich an die Verkehrsausschusssitzung, als Professor Schwarz da gewesen ist. Und es ist eine Rücktrittskaskade, die nicht stattfinden darf.
weil die Länder Berlin und Brandenburg keine Beamten, sondern ihre gewählten Spitzenvertreter in den Aufsichtsrat geschickt haben. Würde Wovereit da zurücktreten, so ist doch Ihre Sorge, müsste er auch als Bürgermeister zurücktreten. Und deshalb darf er nicht zurücktreten. Und deshalb darf auch Professor Schwarz nicht zurücktreten, sonst müsste er auch der Aufsichtsratsvorsitzende zurücktreten. Und auf meine Frage an Professor Schwarz, warum er denn nicht zurücktritt, hat er uns allen Ernstes, die waren dabei, erklärt, er sei ja gar nicht der Chef des Flughafens, sondern nur der Sprecher der Geschäftsführung und er trage überhaupt keine Verantwortung für diesen Bau. Bei sowas fällt mir schlicht und ergreifend nichts mehr ein. Und wenn es niemanden gibt, der für sowas die Verantwortung übernehmen will, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie die Quittung bei Ihren beiden Landtagswahlen bekommen werden. Vielen Dank.